am Morgen im Lokschuppen. Thomas, die kleine Lokomotive, und Lola, die große rote Dampflok, stehen im Lokschuppen und freuen sich auf den Tag. »Guten Morgen, Thomas«, sagt die große rote Lokomotive. »Guten Morgen, Lola«, antwortet Thomas. »Heute fahre ich Passagiere durch die Stadt«, sagt Lola. »Und was machst du?« »Ich soll Steine vom Steinbruch zur Verladestation bringen«, erklärt Thomas. »Wenn wir fertig sind, können wir mit dem Dampfer fahren.« »Oh ja, das machen wir. Tschüss, bis später, Thomas.« Lola fährt los. Einen Anhänger nach dem anderen zieht die große rote Lokomotive aus dem Lokschuppen. Am Bahnhof angekommen, sieht Lola schon die Passagiere. »Nanu, auch ein Pferd und eine Kuh?« Die Passagiere freuen sich auf die Zugfahrt und steigen ein. »Vorsicht an der Bahnsteigkante, der Zug fährt ab.« Die Reise geht los. Und auch andere Züge sind schon fleißig unterwegs. Der Passagierzug will Lola einholen, doch die rote Dampflok ist schneller. Thomas, die kleine Lokomotive, soll Steine vom Steinbruch zur Verladestation bringen. Dafür benötigt er die richtigen Anhänger. Er fährt am Bahnhof vorbei zum Güterbahnhof, um sich schwere Güterwaggons zu holen. Lola fährt weiter mit ihren Passagieren durch die Stadt. Am Bahnübergang sperrt die Schranke den Verkehr auf der Straße. Viele Autos warten, bis Lola vorbeigefahren ist. An der Eisenbahnbrücke sieht Lola einen langen Güterzug heranfahren. »Hallo Güterzug«, ruft sie. »Hallo Lola«, antwortet der Güterzug. Die beiden wünschen sich eine gute Fahrt. Nach der Eisenbahnbrücke fährt Lola am Containerbahnhof mit dem großen Kran vorbei, wo sie Lokomotiven aus Chuggington trifft. »Hallo Wilson«, »Hallo Superlok«, »Hallo Coco«, »Hallo Lola«, rufen die Lokomotiven. Thomas ist noch nicht am Rangierbahnhof angekommen. Er fährt bergauf und bergab. Bald wird er da sein. Die rote Lola kommt am großen Lokschuppen vorbei. Hier sind viele ihrer Freunde zu Hause. Sie fährt durch den Hauptbahnhof und trifft den Personenzug. Thomas ist schon fast am Rangierbahnhof angekommen. Er fährt durch den dunklen Tunnel. Huhu! Ein bisschen unheimlich ist es hier schon, denkt die kleine Lokomotive. Aber er hat ja eine Lampe, die ihm den Weg zeigt. Da sieht er schon den Rangierbahnhof und die beiden Anhänger, die er braucht. Thomas fährt auf die Drehscheibe, damit die Anhänger angekoppelt werden können. Juhu! Ist das lustig, gedreht zu werden? Hallo Percy, ruft Thomas. Hallo Thomas, antwortet Percy. Percy möchte wissen, was Thomas heute macht. Ich bringe Steine vom Steinbruch zur Verladestation, sagt Thomas. Die Rangierlok schiebt die Anhänger an die Anhängerkupplung. Tschüss Percy, ruft Thomas. Tschüss Thomas, sagt Percy. Thomas fährt los. Er zieht die Anhänger über die Drehscheibe und freut sich. Jetzt fahre ich zum Steinbruch. Lola trifft wieder die Loks aus Chuggington. Hallo Coco, hallo Großvater Pete, hallo Wilson, hallo Superlok, ruft sie und rattert unter der Eisenbahnbrücke hindurch, als gerade der Safari-Zug über die Brücke fährt. Hier muss Lola vorsichtig sein. Ein unbeschrankter Bahnübergang. Die Autos müssen warten, bis die große Dampflok vorbeigefahren ist.
Thomas kommt mit den zwei Güterwaggons aus dem Tunnel gefahren. Er muss anhalten, weil ein Personenzug auf der Hauptstrecke Vorfahrt hat. Als der Personenzug vorbeigefahren ist, wartet die kleine Lokomotive noch ein bisschen. Jetzt ist die Strecke frei und Thomas kann seine Fahrt fortsetzen. Vorsichtig zieht er die Anhänger über den Bahnübergang an den wartenden Autos vorbei. Nur noch ein kleines Stück bis zum Steinbruch. Thomas fährt über die Hochbahn und grüßt den Personenzug, der ihm auf der unteren Ebene entgegenkommt. Hier liegen überall Felsbrocken und ein Schild warnt vor herunterfallenden Steinen. Thomas fährt bergab in den Tunnel. Er ist am Steinbruch angekommen. Die große rote Dampflok fährt mit ihren Passagieren quer durch die Stadt. Auch andere Züge sind hier unterwegs. Vor der roten Hängebrücke fährt Lola in die letzte Kurve vor dem Bahnhof. Hier ist Endstation. Lola hält an und die Passagiere bedanken sich für die tolle Fahrt. Vorbei an Felsen, Steinen und Geröll führt die Schiene immer tiefer in den Steinbruch. An einer Abzweigung fährt Thomas geradeaus. Er kennt den Weg schon sehr genau. Jetzt ist er am Zielort angekommen. Der Kran mit der Nummer 10 wartet schon auf ihn. Hallo Thomas, brauchst du wieder Steine? Fragt er. Ja bitte, antwortet die kleine Lokomotive. Einen Moment bitte, sagt Nummer 10 und hebt vorsichtig einen großen Felsen aus dem Steinbruch. Langsam zieht er den Brocken aus dem Loch heraus und schwenkt den Kranausleger sehr vorsichtig am Berg vorbei zu Thomas' Anhänger. So, bitteschön, hier kommt der erste Teil deiner Ladung. Der Kran lässt den schweren Stein ganz vorsichtig in die Lademulde hinab. Er will den Zug nicht beschädigen. Danke, ruft Thomas und fährt ein Stück vor, damit der zweite Anhänger beladen werden kann. Da kommt auch schon der zweite Stein herüber. Und Nummer 10 ist auch dieses Mal wieder ganz vorsichtig beim Beladen des Anhängers. Fertig, ruft der Kran. Tschüss Thomas, bis zum nächsten Mal, ruft Thomas und fährt los. Als Thomas unter der roten Hängebrücke hindurchfährt, hört er das Zischen des ICE. Er bleibt stehen und will ihm noch Hallo zurufen. Doch da ist der ICE schon wieder weg. Thomas fährt weiter zur Verladestation. Dort angekommen, koppeln die Mitarbeiter des Güterbahnhofs Thomas' Anhänger ab. Eine Rangierlok schiebt die schweren Waggons unter den gelben Kran der Verladestation. Dort wird noch ein Container mit Schmieröl auf einen bereitstehenden Laster verladen. Jetzt sind Thomas' Anhänger an der Reihe. Mit Leichtigkeit hebt der Kranausleger den ersten Felsen auf die Laderampe und lädt ihn auf die Ladefläche eines Lasters. Die Rangierlok schiebt den Anhänger weiter und der Kran lädt auch den zweiten Stein auf einen LKW. Lola, die große rote Dampflok, ist fertig mit ihrer Arbeit und freut sich schon auf die Dampferfahrt. Die Fähre steht schon bereit. Da kommt auch Thomas zum Hafen gefahren. Er hat die schweren Steine zur Verladestation transportiert und ist jetzt auch fertig mit der Arbeit. Hallo Lola, ruft Thomas. Hallo Thomas, antwortet die große rote Lokomotive. Jetzt schließt sich die Ladeklappe der Fähre und der Dampfer legt ab. Konntest du alle Steine zur Verladestation bringen? Fragt Lola. Ja, der Kran war wieder sehr freundlich
Und an der Verladestation musste ich gar nicht warten, erklärte Thomas. Und hast du allen Passagieren unsere Stadt gezeigt, will Thomas wissen? Ja, antwortet Lola. Sie haben sich alle sehr gefreut.